Ja, ein wunderschönes Hallo an alle Xbox-User da draußen, die zuschauen. Ich spiele Crash Bandicoot 4, It's About Time, und der Untertitel spricht Bände, also es geht natürlich um Zeitverschiebungen, aber er sagt natürlich auch, es wurde langsam Zeit, ja, also Crash Bandicoot 3 war ja echt ewig alt noch und einen richtigen Nachfolger gab es nie. Es gab zwar Nachfolger, also ich sag mal Spin-Offs und alle möglichen, oh hier, guck mal, hier ist Spyro. Den kennt man auch. Und ich bin mal gespannt, wie sich das neue Spiel... Ich habe übrigens den modernen Playstyle jetzt ausgewählt. Das heißt, dass Checkpoints... also, dass ein Sterben mich zurück an Checkpoint führt und ich keine Leben habe, die ich aufsammeln muss. Weil ich ehrlich gesagt auch... Ah, hier, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2. Und da ist das 3. Und das ist 4. Ja. So, schauen wir uns mal an, wie es hier... Oh, ich habe einen Hut, der ist jetzt weg. Okay, das ist so dieses Tutorial-Level, wo wir reingeschmissen werden. Das ist sehr, sehr ähnlich wie Crash Bandicoot 1. Okay, die kann man immer noch gleich stören, das heißt immer noch gleich Show HUD. Achso, da kann ich das HUD wegblenden. Ja, achso, das kann man immer wieder einblenden, einfach mit LT. Also... Das hier sieht ganz so aus wie das allererste Crash Bandicoot. Das ist so eine... Also die haben das Gameplay, sagen wir mal so, nicht geändert. In dem Sinne, vielleicht kommt noch was, ich weiß es nicht. Man kann auf alle Fälle so das hier machen. Das kenne ich jetzt nicht vom Original Crash Bandicoot. Ah, okay, weg. Achso, jetzt steht da gestorben. Einmal... Oh. Okay, also es ist immer noch knallhart. Man hat... keine Hitpoints hier. So, einmal drauf springen und dann startet der Countdown, okay. Ich habe jedenfalls hier keine Zeit, die vergeht. Aber das ist genau fast wie der erste Crash Bandicoot Teil. Das ist sehr, sehr ähnlich. Also es ist fast gleich. Also wer die Insane Trilogy gespielt hat, der fühlt sich hier gleich irgendwie. Ah, hier ist es schon ein bisschen. Was? Ach, Shield You vom Damage. Ja, okay, gut, das kennen wir. Ja, der Totem. Ah, jetzt hat er mich. Hätte die Säure mich schon erwischt. Jetzt ist der Totem schon weg. Seltsam, dass die einen so verfolgt, aber grafisch natürlich cool gemacht. Muss man sagen, sieht schon toll aus, aber gameplaymäßig sehr, sehr oldschool. Muss man sagen, also richtig oldschool. Ich finde es ein bisschen schade, wenn so Klassiker... Oh, okay, das hier ist neu. Es noch nicht ganz schaffen, das Gameplay irgendwie sinnvoll zu erneuern. Also da ist ja Mario natürlich der König darin. Also die Games sind ja unvorstellbar, was die sich jedes Mal einfallen lassen. Dann denkt man, die haben alles gemacht, was Mario machen kann. Und dann erfinden die es nochmal neu und kommen so viele neue Moves dazu. Hier ist bei Crash jedenfalls immer noch sehr viel gleich geblieben. Man hat auch keine große Bewegungsfreiheit. Man läuft halt diesen... linearen Weg entlang. Achso, ja. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll wäre, Crash in ein Open World zu integrieren. Weiß ich nicht, ob das gut funktionieren würde. Aber ich finde das hier schon fast zu viel Retro, aber... Ah, okay, jetzt komme ich ins geheime Level. Ein Bonus-Level. Das ist wie in alten Crashs halt. Okay, wie komme ich jetzt dahin? Achso, ja, okay. Relativ einfach noch, aber das sind die ersten Bonus-Level, die sind easy. Habe ich jetzt alle Kisten? Ja, okay, unten hin muss man nicht kommen. Gut. Alle Kisten gesammelt, dann kriegt man Bonus-Äpfel. Sehr schön.
Grafisch sieht es allerdings toll aus. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Aber es ändert ja nichts am sehr linearen Gameplay. Aber vielleicht ist das ja auch nur so eine Anfangsnostalgie. Ich habe mir tatsächlich kein Gameplay vorher angeschaut, bevor ich es getestet habe. Oh, okay. Okay, geht. Alles machbar. Da sind so... Ich weiß noch nicht, was zum Beispiel Crash hier nicht schafft, was ein Mario schafft. Das kann ich jetzt schon so beurteilen, ist, ich sag mal, Umgebung nahtlos ins Gameplay zu integrieren, sodass klar ist, auf was man zum Beispiel landen kann. Also ich meine, die haben es grafisch natürlich wunderschön gemacht, aber zum Beispiel all diese stacheligen Dinger. Man muss zum Beispiel keine Angst vor denen haben, aber es sieht halt gefährlich aus. Und das ist ein bisschen das, was nahtloser ist bei einem, ich würde schon sagen, perfekten Plattformer wie Mario, ist halt, dass alles integriert ist und dass man mit alles irgendwie interagieren kann. Man weiß immer, was es geht. Ich habe nicht alle Kisten bekommen. Es fehlen 4 Kisten. Ja, okay. Time Trial unlocked, okay. Also wie gesagt, ich finde es bisher, also das erste Level, sehr nostalgisch, aber mal gucken, ob sich das ändert. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind schon im Stil ganz, ganz, ganz stark treu geblieben. Und das ist natürlich speziell. Also ich weiß nicht, ob man damit eine neue Spielerschaft irgendwie anlocken kann. Also ob da neue, jetzt junge Leute, die das Original Crash nicht kennen, ob die da damit so zufrieden sind. Ich bin schon mal froh, dass Zeit keine Rolle spielt. Ich finde das, fand das mit den alten... Ja, wobei, das stimmt nicht. Aber wurde die Zeit jetzt getrackt? Ich weiß nicht, aber hier sehe ich jedenfalls keinen Timer, der abläuft. Das fand ich bei den alten Crashs sehr, sehr anstrengend. Sorry. So, jetzt gucken wir mal darauf. Sie haben schon ein paar neue Elemente jetzt, diese... Aber... Okay. Na, der ist auch mit einem Schlag weg. Ja, hier sieht man es auch zum Beispiel schlecht, wie weit man weg ist. Also, es ist halt eine... Es ist immer noch oldschool. Muss man eigentlich alle TNT-Kisten auch explodieren lassen, damit man alle Kisten hat? Das wäre eigentlich eine Frage. Lass wir alles einsammeln. Checkpoint. Mal kurz Getränk nippeln. So. Mal trotzdem kaputt. Auf jeden Fall. Ja, ich finde es zum Beispiel hier, also man hat nicht... Ach, scheiße. Nein. Ich wollte eigentlich alle Äpfel, das heißt, ich muss weiter hoch oben. Aber ist der Vorteil, sage ich, beim modernen Spiel, man wird zurückgesetzt. Aber man kriegt ja, wie gesagt, irgendwie, haben sie ja im letzten Bildschirm gezeigt, Bonus-Skins, wenn man nicht viele Leben verbraucht. Aber es ist natürlich brutal, also wie soll ich sagen, es ist, es verzeiht nichts. Man ist sofort tot, man hat keine Gesundheitsanzeige oder so. Also optisch sieht es natürlich schon toll aus, muss man sagen. Okay, die gehen immer wieder so. Aber es ist eigentlich nichts anderes von diesen Plattformen, die... So... Dankbar viele Checkpoints. Das ist schon fies. Boah. Okay, man hat diesen, wie heißt das? Da gibt es so einen Fachausdruck für... Boah, jetzt wollte ich die TNT-Kiste schon fast. Boah. Ich wollte die trotzdem kaputt machen. Ich weiß nicht, ob es zu den Kisten zählt, die man kaputt machen muss. Ich lasse es einfach sein. Muss ja nicht sein. Oh. Puh.
Neu. Neu? Nein, ich wollte es jetzt aber trotzdem hinkriegen. Jetzt habe ich schon 3 Tode. Bevor ich es versemmel, lasse ich es sein. Okay, jetzt ist eh wurscht, jetzt kann ich es eh probieren. Jetzt habe ich eh mehr als 3 Tode. Ich glaube, jetzt kriege ich den Skin für diesen Level eh nicht. Aber also ganz ehrlich, Skins ist ja gut, dass das reinmachen. Das ist vielleicht für die Kids interessant, aber ich bin jetzt... Oh, scheiße, Mann. Kein Skinsammler. Kann nicht sein. Boah, Mann, ey, das macht mich aber deppert. Ich will alle diese Kisten. Oh, es ist echt, also es ist schon schwer, muss ich sagen. Wenn man die alle Kisten bekommen will und bei den TNT-Kisten muss man draufspringen, da kann man halt nicht kaputt hauen, sonst ist man gleich weg. Man hat echt nur minimal Zeit. Mann! Vielleicht muss ich von der Mitte aus sofort mit einem Doppelsprung drauf. Das würde gegebenenfalls gehen. Oh! Nein! Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hab die eine nicht erwischt. Oh Mann! Also ich meine, es zu schaffen ist leicht, aber alle Kisten zu bekommen ist schon schwierig. Ja. Ich hab's alle. Oh Mann. Okay. Zwischensequenz. Also man sieht grafisch schon toll gemacht. Also die haben das gut geupdatet. Also so. Es hat den alten Charme, aber es sieht toll aus. Crash sieht ein bisschen punkiger aus, muss ich sagen. Oh, bitte lass es da einen Checkpoint geben. Jetzt muss ich da weglaufen. Das ist wahrscheinlich so ein Rennen gegen die Zeit. Ja, lauf. Achso. Checkpoint, Checkpoint. Das nehmen wir mit. Es war knapp mit dem Diamanten. Oh, es gibt keine Checkpoints hier. Doch, da. Ach, das gab es doch immer bei diesen, ja. Ich kann mich erinnern. Das ist diese Boss. Ah, da habe ich wieder einen Diamanten verpasst. Bei diesen Boss-Wecklauf-Dingern gab es immer Checkpoints zwischendurch. Dass ich mal durchatmen konnte, hier zum Beispiel. Ja. Alles cool gemacht. Muss halt krass improvisieren. Wenn man ja nicht, das zum ersten Mal spielen, die Strecke nicht kennt, macht es bei späteren natürlich auch richtig schwer wird. Was? 74 von 86 Kisten? Wo sind die denn alle gewesen? Ich habe mir noch die Mühe gemacht, diese blöden TNT-Kisten dazu. Alter, ist ja schon nicht so einfach. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Und nicht mal 80% der Äpfel. Mann, oh Mann. Also. Nicht so einfach. Ich dachte, das Level sei so schön übersichtlich. Das ist, ja, heißt sie Trixie? Ich hab's ganz vergessen. Ne, Coco, okay. Hey Aku, how's it going? Is that a quantum rift? It appears to be a door between dimensions. Yes, yes, the kind we keep shut. We have to go through. Find my siblings and fix this before some putz with a big evil plan and a bigger ego
something monumentally stupid. Uka Uka unknowingly paved the way for our bright future. Once my rift generator is complete, dominion over all of time and space will be within our grasp. Engine, Embryo. Ja, also finde diese Zwischensequenzen schon ganz unterhaltsam, aber ich bin eher ein Fan von wenig Zwischensequenzen. Außer sie sind so lustig wie bei Battletoads, da muss ich sagen, also Battletoads hätte man ja fast schon als Serie rausbringen können, das war echt lustig, aber ja, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen klassisch, ein bisschen langweilig. Ich meine, die Animationen sind schon toll, aber Dimensional Map, okay, da kann ich jetzt das auswählen, oder was? Nee, das Laden. Ladebildschirm. Ach, süß. So richtig klassisch. Ja, also Time Trial ist jetzt nicht so mein Fall. Okay. Können wir Skins auch tauschen und Charakter tauschen. So tauscht man Charakter. Und wo haben wir die Skins? Tja. Wie sieht sein Skin aus? Turtle Tubular. Beat the game. Kriegt man den letzten. Alle anderen sind versteckt. Naja, okay. Also man muss halt. Das ist ja cool. Ah, versuchen wir mal mit Coco. Ich finde es zumindest gut, dass die die beiden Charaktere wieder reingebracht haben. Ist ja aus Crash Bandicoot 3 bekannt. Sorgt für ein bisschen Diversifierung. Jetzt habe ich es falsch ausgesprochen. Also man kann damit besser diversifizieren, so. Und hat man Mädel dabei, ist mal gut. Versuchen wir mal mit Mädel. Ich finde es halt komisch, weil die halt. Ja, nee, okay, sind ziemlich gleich groß. Ich dachte, sie sei deutlich kleiner, aber. Stimmt, kann ich zumindest auf der Minimap nicht. Versuchen wir es mal. Ja. Okay, 6 Stück muss man bekommen, um den Skin zu erwischen. Da ich die Zeit. Also ich muss gucken, dass ich möglichst wenig sterbe und möglichst viele Kisten einsammle. Ich finde es auch teilweise schwierig, also weil die haben es halt echt so klassisch aufgebaut, dass man die Level eigentlich mehrere Male spielen muss, um tatsächlich alles zu finden. Ist jetzt nicht, finde ich jetzt nicht so geil, also weiß nicht, also vor allem so lineare Level halt immer wieder spielen, finde ich halt ein bisschen langweilig. Das ist halt der Unterschied zu Open World oder ich sag mal dem der Art und Weise, wie Mario aufgebaut ist. Da wird man in eine Welt geworfen und man ist erstmal mal frei. Und das heißt, man kann dann auch spezifisch einfach das verfolgen, was jetzt fehlt. Die Münzen sammelt, okay, da muss man alles finden, aber hier bei Crash Bandicoot muss man ja durchs ganze Level durch. Hat gegebenenfalls das eine Geheimnis verpasst und da muss man es wieder von vorne starten, weil man kann ja schlecht zurücklaufen manchmal. Das ist der erste Miniboss, würde ich sagen, dann. Also, oder zweiter Miniboss. Weil der erste ja eigentlich nur weglaufen war, das kann man nicht als Boss bezeichnen. Das da sieht aus wie so der Miniboss der Wüstenwelt. Aber was ich gerade ganz, ganz cool fand, muss ich sagen, dass sie die Skins auch in der Zwischensequenz hatten. Das zeigt, dass die Skins Realtime-Render sind. Oh, okay, hier kann man hin und her wechseln. Oh, okay, zustande. Ich glaube, hier wird's kompliziert. Aber immerhin sieht man, wo was ist. Oh, okay. Okay. Nein! Scheiße. Und es ist das erste Leben schon weg, ne? Das erste Leben ist hiermit schon weg.
du Kacke. Hey, die haben es schon fies gemacht. Immerhin, was ich sehr, sehr gut finde, man sieht den Schatten. Also man sieht, wo man auftritt. Und das ist unglaublich wichtig in so einem Game. Unglaublich wichtig. Ich habe neulich wieder so einen Plattformer gespielt, wo das nicht der Fall war. Und man wird deppert, weil man nicht weiß, wo man auftritt. Okay, da muss man in der Luft wechseln. Okay, es funktioniert auch instant. Das ist also kein Problem. Achso. Hohoho, geil. Okay, also die Dynamik, also da muss ich sagen, da bin ich schon begeistert. Und das in der zweiten Welt, ja, also ich muss meine Meinung zurücknehmen. Ich finde, das haben sie schon jetzt, das ist schon sehr gut gemacht. Das ist ein neues Spielelement. Toll gemacht. Explodiert hier auch in der echten Welt? Nee, okay. Kann man das... Ah, das kann man kaputt hauen. Und dann kriege ich einen Erfolg. Okay, Nitro. Nitro crates explode on touch. Also lieber nicht. Ich glaube auch, dass die... Oh. Oh, Mann. Okay. Ich glaube auch, dass die... Ah, okay, das ist ja... Da muss man sich die Mühe nicht machen. Okay. While holding B, double jump. Okay, was? Okay. Oh. Also, die Dynamik ist schon, boah. Also... Mein lieber Scholli, also das ist schon. Das ist schon ein bisschen Mindfuck gerade. Muss so. Oh, fuck! Oh Mann, man muss schon überlegen. Krass. Nein, ich hab den oben. Nein. Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr daran, oder? Doch mit B. Oh nee, da ist so ganz oben was. Oh, nein. Das heißt, jetzt kann. Ich kann es schon nicht erreichen. Ich muss mich jetzt sterben lassen. Das ist das, was ich meine, was ich hasse bei Crash Bandicoot. Also außer wenn ich jetzt, kann ich jetzt irgendwie, ich kann nicht back to checkpoint. Nein, ich muss sterben, damit ich an die Kiste oben rankomme. Das heißt, ich kann schon mal nicht alle Kisten erwischen und da sind unglaublich viele Äpfel drin. Ah, ist das ein Fuck, Mann. Okay, sterben, komm. So, zwei Tode habe ich und jetzt darf ich eigentlich nicht mehr sterben. Das muss ich mir überlegen, ja. Man kann die Kamera auch nicht drehen. Das ist. Das ist das, was ich an Bandicoot halt. Ah, Mann, hasse. Wie komme ich denn da hoch? Ist da oben hochspringen? Nein! Doch! Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Mann. Das ist halt auch ein bisschen doof gemacht, ehrlich gesagt. Muss das denn sein? So, ich darf mir jetzt eigentlich nichts mehr leisten. Ja, ich soll auch ein bisschen. Glückssache. Oh. Oh, einen Apfel habe ich verpasst. Oh, und eine Kiste. Also, das ist doch... Oh, Mann. Also, wie soll man das denn alles gleich... Ich glaube, es ist gar nicht vorgesehen, dass man alles gleichzeitig schafft. Man muss es einmal spielen, um... Muss es echt einmal spielen, um einfach nur das hinzukriegen ohne Tode und dann einmal um alle Kisten. Weil es geht ja gar nicht anders, oder? Es geht aber nicht mit der Zeit weg, oder? Ja, das meine ich mit Kamera. Nee, also mein anfänglichen Enthusiasmus, den ich gerade hatte. Der nervt mich jetzt schon. Weil es halt auch schwer ist und ich halt auch wieder Kisten verpasst habe. Ich hätte jetzt genauso gut sterben können. Weil, ich den Diamanten fürs. Ja. Den Diamanten fürs Leben eh nicht mehr bekomme.
Da kriegt man auch keine Äpfel, glaube ich, wenn die Kisten explodieren. Oh. Oh Mann, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen angenervt. Nur weil ich versuche, möglichst viele Äpfel zu bekommen. Ich habe schon... Oh, ganz oben ist auch eine Kiste. Da sehe ich gerade, wieso ich hätte die denn erwischen sollen. Kann ich mich auch gleich wieder töten. Oh. Ganz oben ist eine Kiste. So, das heißt, ich muss ganz nach oben. Ey, das ist doch... Ja, jetzt habe ich die ganz oben auch erwischt. Die eine Kiste. Aber das rettet mich ja eh nicht. So ein Bullshit. Und jetzt schaffe ich das hier wieder nicht. Betten? Das ist doch... tut mir leid, das ist beknackt. Hier sieht man zum Beispiel... Ich darf den Schatten achten. Ja. Was? Ah, sterben, komm. Kann er irgendwie zusammen... Auf was? Nein. 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 Oh, scheiß Spiel, ey. Alter. Ah, Mann, ey. Also... Ich habe teilweise das Gefühl, die wollen einen verarschen. Also ich versuche dann doch nicht mehr alle Kisten. Also mein Perfektionismus ist schon vorbei, mein Perfektionismus. Da bin ich... Das Spiel ist zu hart, um tatsächlich da alles zu erreichen. Da muss man echt unglaublich präzise sein. Das Bonuslevel hatte ich im Übrigen im letzten Level der dann irgendwie verpasst. Oh je. Okay. Okay. Okay, man, immerhin. Checkpoint, ich dachte, man könnte wenigstens vor dem Bonuslevel wieder versuchen. Okay. Muss ich das ein bisschen weiter im Voraus überlegen? Das Problem ist, wenn man einmal da angefangen hat, die TNT-Kisten, da gibt es kein Zurück mehr. Das heißt, die Überlegungszeit ist richtig kurz. So, da kann ich nochmal rüber, ohne große Gefahr. Okay, also, wenn ich jetzt darüber gehe, da gibt es so eine Kiste. Und dann muss ich auf der. Aber wie komme ich da? Oben hin komme ich vielleicht über. Komme ich mittels der Kiste hoch? Ich kann die ja mal explodieren lassen, so. Komme ich da? Nee, vielleicht. Oh, über die anderen Kisten. Nein, ich habe wieder B gedrückt und ich wollte eigentlich B und nach oben drücken, aber also mit dem A gedrückt halten und springen hat es nicht geklappt. Also wie lange man dann auch braucht, um ein Level da zu schließen. Also es ist echt wie die alten Crash Bandicoots, muss ich sagen. Also es hat diesen neuen Twist, das haben sie gut gemacht. Aber es ist knallhart wie die alten Crash Bandicoots. Das schenkt sich nichts. Weiß doch nie so richtig, wann es vorbei ist, da. Nein, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich werde verrückt bei dem Spiel. Ich glaube, ich werde echt deppert. Also wenn ich das jetzt noch dreimal versuchen muss, dann halte ich aber auch wieder auf. Ja, es ist doch...
2, 3. Achso, nochmal. 4. 5 mal, okay. Es geht aber auch nicht so. Nein, 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 nein. Ich will sie nicht kaputt hauen. Okay, so geht's. Oh nein. Nein! Oh, das, oh. Ich schmeiß gleich den Controller gegen die Wand. Oh Mann. Okay, also auf alle Fälle geht's mit dem Ding. Das heißt... Okay, das heißt, zumindest weiß ich, wie es theoretisch geht. Aber das ist dieses halt Trial and Error, was ich überhaupt nicht mag, ja. Also, ständig halt wieder zurückgesetzt werden, den ganzen Scheiß nochmal machen, den man schon mal gemacht hat. Das gibt's mal, sagen wir mal so, in Mario ganz selten. Ach, ich dachte, das weiß ich schon. So, Oh Mann, 2, 3, 4 und jetzt 5. Und kaputt. Und kaputt. 15 von 22, da sind noch. Ja, Ach, scheiße, gelten die echt noch? Ach, so. Gelten diese TNT-Kisten echt? Gelten echt als Kisten. Oh man, die TNT-Kisten gelten echt als Kisten. Das heißt, man muss echt alle Kisten zerstören, auch die TNT-Kisten. Also noch ein paar, dann habe ich zumindest die 80% der Äpfel. Ist ja schon mal was wert. Oh, was? Okay, immerhin zeigt er es an. Ah, gerade ausspringen in Crash Bandicoot ist die Hölle. Oh, ich bin da nicht rangekommen. Hier ist kein Checkpoint, nur so zur Info. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, muss ich den ganzen Bonuslevel nochmal spielen. Oh, nee, ne? Macht ihr Witze an der Ecke, der schießt da und da. Okay, und die kriege ich nochmal so kaputt. Okay. Okay, der springt zweimal hoch. Das heißt, ich muss warten, bis er jetzt zweimal gesprungen ist. So. Oh, Checkpoint. Oh mein Gott. Okay, da ist noch eine Kiste. Moment. Oh Mann. Nochmal falsche RT gedrückt, aber wenigstens bin ich am Checkpoint. Aber okay, das muss ich nochmal machen. Oh, Mann, ey. Boah, da gehen dann Äpfel flöten, wenn man das smasht. Na, scheiße, ich darf da nicht drehen. Oh, es ist echt eine Kunst, ein Level. Scheiße. Echt eine Kunst, ein Level zu schaffen mit nur dreimal sterben oder weniger als dreimal sterben. Also das ist echt eine Kunst, muss ich sagen. Okay, kriegt man mehr. So. Okay, okay. Oh. Ich hätte gerne jetzt einen Checkpoint. Geht das, bitte? Ach. Okay, wie komme ich da oben hin? Ich weiß nicht, ob es mit dem... Nee. Also, ach. Ist echt schwierig. Also, ich weiß nicht, ob es damit geht.
Oh, jetzt habe ich da diesen. Also wenn man B dann drückt und man ist nicht in der Vorwärtsbewegung, macht diesen Smash. Ja, da ist noch. Ist noch. Nein. Also. Wie habe ich denn. Wie habe ich denn die. Ich dachte, ich könnte irgendwie auch nach vorne so sprinten. Nein, nein, das geht nicht. Okay. Dann weiß ich nicht, wie ich es schaffen soll, da oben links zu diesen Kisten zu gelangen. Da ist ja nichts. Ah, Mann. B darf man dann nicht drücken. Muss dann nur B gedrückt halten und dann. Nee, geht nicht. Also, wenn mir einer verrät, wie das funktioniert, da nach oben zu kommen, dann bin ich offen. Ich schaff's auch immer wieder, mich nach unten fallen zu lassen. Nee, also, ich meine, hier komme ich so auch nicht ran. So geht's auch nicht. Neu! Aber ich würde es gerne schaffen. Also ich will es noch zwei, dreimal versuchen. Also nach vorne und dann nicht mehr B drücken. Ja, damit kann man seinen Weg tatsächlich nicht länger machen, den Sprung. Mit dem X. Das ist tatsächlich nur Verteidigung, das heißt. Ja. Nein, da oben wäre noch einer gewesen. Ich war zu schnell. Ich habe es geschafft und jetzt komme ich nicht mehr hoch. Das, ich hasse das. Das ist Crash Bandicoot. Das ist, ja, du hast die Kiste jetzt kaputt gemacht, jetzt kommst du nicht mehr hoch. Oh, das ist einfach nur fies. Ich habe 139 von 153 Kisten. Ey, das kann nicht sein. Wo sind die alle gewesen, die scheiß Kisten? Ey, ist unglaublich. Ich habe den Diamanten verpasst, aber ich weiß, wo er ist. Ganz zum Schluss. Und ich habe ihn nicht erreicht, weil ich zu blöd war, weil man da nur man hat nur einen einzigen Versuch da bei diesen Kisten. Das muss man sich wieder sterben lassen an den Checkpoint zurück. Oh, Mann. Also es ist echt frustrierend, finde ich. Dieses Trial and Error und man hat dann eine einzige Chance, weil man einmal auf die Kiste springen muss und dann ist sie weg. Danach ist sie weg, dann kann man es nicht nochmal versuchen. Ah, das ist diese Gameplay-Mechanik. Es ist schon ein bisschen für Masochisten, ne? Muss man sagen, wie es ist. Wenn du dich einfach so durchbraust durchs Game, braucht man natürlich viel weniger Zeit. Aber wenn man echt die einzelnen Sammelobjekte alle finden möchte und die Skins freischalten möchte, könnt ihr euch schon mal sicher sein, es wird kein Game sein, wo ich 1000 Gamerscore holen werde. Garantiert nicht. Ja, ist viel zu zeitaufwendig, sich da alles zu merken, und so viel Spaß macht es mir dann auch nicht. Time Trial sowieso nicht. Also, ich meine, Time Trial, ganz ehrlich, das ist die faulste Art und Weise, eine Challenge zu programmieren. Ja, versucht das Level jetzt. Okay. Ja, lange schon kein Uda-da mehr gehabt. Erinnert mich so ein bisschen an Banjo-Kazooies, wie heißt er denn nochmal? Mumbo-Jumbo, Mumbo? Ich glaube Mumbo, Mumbo heißt er. Banjo-Kazooie, das ist ja auch so ein Schamane. Und der hat auch diese Masken. Okay. Aha. Uff. Okay. Oh, okay. Da geht's auch nirgendwo hin. Nee. Ja, okay.
Okay. Gehst du da nicht rein? Ich konnte ein paar Kisten da zerstören, aber man sieht ja nichts. Also, ich weiß nicht. Also ist schon... Komm, sagen wir es mal so. Crash Bandicoot ist schon ein ganz eigener Style. Und, das muss man mögen. Ja, scheiße, jetzt ist mein Momo weg. TNT-Kiste zerstört. Das finde ich auch teilweise sehr schwierig. Also diese Präzision ist einfach... Also, ich habe auch ehrlich gesagt noch nie, guten Crash Bandicoot-Spieler zugeschaut. Also ich kenne es immer nur, weil wir es mit meinen Freunden gespielt haben. Und ich wüsste jetzt auch nicht, dass das kompetitiv betrieben wurde. Also dass da wirklich... also wurde es bestimmt. Es gibt ja immer welche, die gerne... Wie komme ich hier drauf? Find the hidden red gem in another level. Oh mein Gott, es wird immer besser. Das heißt, ich kann noch nicht mal hier alles erreichen, weil ich noch den... Oh, das Ding von anderen Level brauche. Runter, hoch. Oh, scheiße. Was? Eigentlich will ich sterben, so. Weil ich schaff's eh nicht unter 4. Ich hab da zu viel verpasst. Aber das ist auch... Also man muss die Dinger echt auswendig kennen. Also das ist halt... Man hat eine Chance und dann ist vorbei. Ja, ist schon, habe ich's verpasst. Eine Chance, eine einzige Chance hat man. Dann muss man den ganzen Scheiß nochmal machen. Das ist halt diese unverschämte Oldschool-Mechanik von früher. Ich weiß nicht, wer sich diesen Scheiß hat einfallen lassen. Ey, da war noch eine Kiste oben. Ich habe noch eine Kiste oben verpasst. Ich habe eine Kiste oben verpasst. Ist mir jetzt egal mit dem Leben, ich will die Kisten haben. Da war eine Kiste rechts oben, da musste ich, glaube ich, springen. Also ich glaube zumindest, dass die in diesem Ding drin war. Ja. Unverschämtheit. Und da unten ist eine Kiste. Wie erreiche ich die? Und jetzt? Jetzt habe ich ein Ausrufezeichen gedrückt. Und was ist jetzt? Oh, okay. Oh. Na gut. Vergiss die Leben einfach. What? Oh je. Okay. Okay. Ich würde gerne wissen, was das Ausrufezeichen gebracht hat. Ist ein Alternativweg oder ist das einfach nur... Ah, okay. Ja, und mein Mumbo ist weg. Okay. Das ist auch ein Clipping-Fehler, aber bewusst, dass das Ding einen nicht erwischen kann. Das ist ein Bonus-Level, aber kein Checkpoint. Da oben ist der Checkpoint. Soll ich zuerst zum... Ach. Ich bin jetzt Frust gewohnt. So. Ja, danke. Und wie wechsle ich das? Ich kann ja gar nicht wechseln hier zwischen. Oh. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, das war weit genug weg. Oh Mann! Na! Ja, okay, da war ein Checkpoint, ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Scheiße. Das ist echt zum Lachen, ne? Aber, tut mir leid, das ist einfach. Das ist ein Spiel für Masochisten, also muss man sagen, wie es ist. Das ist ja. Man bestraft sich ja selber in dem Scheißspiel die ganze Zeit. Indem man es immer wieder versucht. Das sind diese One-Hit-One-Trial. Also, nee, also. Es ist ja. Soll man sagen, unvorstellbar. Vor allem, wie lange die scheiß Kisten hier brauchen, um kaputt zu gehen. 1, 2, 3, 4 und der fünfte. 1, 2, 3, 4 und der fünfte. Und deshalb haben wir. Ach. Hält. Das nochmal zu versuchen. Also ins Hoch geht eigentlich. Oh. Boah. Ich habe nur 24. Achso, ja, das sind diese anderen Kisten, die ich nicht umschalten kann, ne? Es ist, also. Alleine schon, wenn ich bedenke, wie schwer es ist, alle Kisten zu erwischen. Es ist ein echtes Crash Bandicoot, da muss man sich nichts vormachen. Was? Aber das Bonuslevel ist geschafft, oder? Ja, das sieht grau aus. Also, jetzt hatte ich aber echt Schiss, dass das. Also, das hat es zumindest gespeichert. Meine Güte, ey. Okay, da hinten geht's weiter. Aber ich kann nicht umschalten mit RT, LT. Das ist, wahrscheinlich muss man das in einem anderen Level freischalten, ne? Das war dieses, Ah, jetzt habe ich die Fähigkeit, kann ich... Ah, jetzt habe ich sie nicht mehr. Da habe ich die Fähigkeit, vorher nicht. Wenn ich da hingehe, dann verschwindet die Fähigkeit. Das ist aber fies. Okay. Oh, Mann. Boah. Heiliger Strohsack, ey. Ich hätte jetzt gerne wieder einen Checkpoint. Das ist doch... Mann. Okay, oben muss man dann... Es geht nach rechts, aber links ist bestimmt was. Oh Mann. Okay. Und die verschwinden auch, ja. Also Checkpoint. Okay, durchspringen und dann aktivieren. Ganz oben ist er, ne? Wie kommt man da hin? Keine Ahnung. Ach so, kommt man hin, okay. Oh mein Gott, ey. Also das ist so Hammer einfach, wie schwer das ist. Und das ist das zweite, dritte Level oder so. Und ich bin jetzt echt keiner, der keine Videospielerfahrung hat. Außerdem habe ich schon Crash Bandicoot-Erfahrung. Also, es mag ein geniales Crash Bandicoot sein, aber es ist sowas von schwer und dadurch auch schwer zugänglich. Ich meine, wer tut sich das denn auch freiwillig an?
Ja, das schaffe ich nicht vom Sprung. Ah, jetzt habe ich aktiviert, als ich da drin war. Nee, also den Sprung schaffe ich nicht. Also wenn es nur von rechts dahin geht, dann schaffe ich den Sprung nicht. So geht's, okay. Dann muss man's. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch weiter versuchen soll. Es macht schon Spaß, weil es so schwer ist, aber es ist auch irgendwie echt frustrierend. Also ich bin so froh, dass ich eingestellt habe, dass ich auf modernen spielen möchte. Ich will erinnern, ja. Man kann nämlich auch die klassische Variante wählen. Und klassisch ist dann mit Leben. Und also, ich wollte nicht wissen, wie viele Leben ich dann schon verbraucht hätte. Oh Mann. Okay. Ich hätte das Level neu starten müssen. 86 von 136. Es wird immer weniger. Wo sind diese ganzen Kisten hin? Das kann nicht sein. 86 von 136. Ah, es ist... Ah, da habe ich ein Ausrufezeichen verpasst. Gerade, als ich vorbeigelaufen bin. Oh, nee, also... Ja, also ich weiß, warum die Replay-Funktion direkt danach angezeigt wird. Weil es echt dazu auffordern soll. Jetzt gleich nochmal neu spielen, weil ich habe was verpasst. Boah, also... Hammer. Also, Hammer. Flashback-Tapes unlocked, okay. Ja, komm, dann machen wir ein Sonderlevel machen wir noch und dann habe ich aber für heute schon wieder genug Crash Bandicoot. Das ist ja Wahnsinn. Ach, das sind jetzt auch so Bonus-Level und Oldschool nehme ich an. Flashback heißt wahrscheinlich Oldschool, also alte Level. Ja. Oh. Also VHS-Optik. Oh, okay. Nein! Also einfach ist es nicht. Aber das habe ich auch nicht erwartet bei einem Crash Bandicoot-Spiel. Oh Mann, ich bin auch so ein... Habe ich Lust, mir das anzutun? Habe ich wirklich Lust, mir das anzutun? Irgendwie sagt mein Kopf, nö. Das ist doch... Nee. Nee. Dankeschön. Nein, kein Bock. Weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin, die falsche Zielgruppe oder sonst was, aber das ist einfach nur scheiße. Das ist ja so ein Fehler und weg. Ein Fehler und weg, alles wieder von vorne. Nee, also das ist echt so oldschool. Also, jeder, der jetzt zugeschaut hat, sieht ja, sich Crash Bandicoot spielt, das ist echt richtig, richtig, richtig oldschool. Also die haben das schon gemacht wie die alten Teile, muss man sagen, was ist.
das jetzt gut findet oder nicht, weiß ich nicht, aber es sind so viele neue Dinge drin, die auch gut sind. Andererseits frustriert mich jetzt schon dieses Wiederspiel-Ding, dass man nie alles erreichen kann. Gut, aber lass uns mal dabei fürs erste Let's Play. Sag Dankeschön an alle, die zugeschaut haben, und dann ein Tschüss, bis zum nächsten Mal.